Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 7 von Europa Universalis 4. Ja, wir sind hier wieder drin, machen gerade mal wieder die politische Karte auf und wir waren hier und wollten da eigentlich unseren Dingens hin haben, den wir auch hier finden. Und ja, den kann man hier auswählen wohl, ne, oder? Und dann schicken wir den da hin. Eigentlich. Also, nochmal Rechtsklick, um den Diplomaten abzubrechen. Ja. Beziehungen verbessern. Annexion, fehlt uns noch was. So. Das können wir auf jeden Fall machen. So, den senden wir da natürlich hin. Das. Gut. Meinungswerte von Orléans anzeigen. Achso, da sehen wir die ganzen. Das wollte ich jetzt nicht. Und das ist erstmal soweit gut. Und das ist jetzt hier unsere Wirtschaft oder ist das Orléans? Ich glaube, das sind wir, ne? Ja. So. Unsere Macht ist das, das ist klar. Gucken wir mal hier oben. Zu wenig Rivalen. Zu wenig Rivalen, steht da wenig, zu wenig Rivalen, ja. England. Ach so, hier ist kein Rivale ausgewählt. Ja, Burgund ist ein Rivale. Okay. Und, wen haben wir noch? Provence nicht, Aragon. Auch nicht. Wo war ein Aragon noch? Ich glaube, das war das hier, naja. Dann nehmen wir aber Castile. Das sind unsere Rivalen, dann haben wir die schon mal. Damit ist das da oben erledigt. Das Darlehen wird bald fällig. 53 müssen wir dann an die Bank bezahlen, am 1. Juni 1451. Das ist 2 Jahre. Ja, da müssen wir hier irgendwie noch was mit dem Geld machen, ne? Dass das besser wird. Was haben wir dann noch? Unruhen. In La Bourde. Und wo ist das? Hier vielleicht? Genau so ist es. Da herrschen Unruhen. Das ist nicht gut, ne? Irgendwo ist es gerade so gemacht worden. Ich weiß aber nicht was. Gut, dann müssen wir finanziell hier irgendwie was anpacken. Achso, was ich sowieso gucken wollte. Wo ist jetzt Militär? Da. Wir haben bestimmt irgendwie zu viele Truppen oder so, kann das sein? Einheitenlimit 30, wir haben 32, alles klar, das ist nicht gut. Das würde bedeuten, wir müssen mal gucken, wo wir was auflösen, ne? Und wir machen hier unten, aber das ist ein Schiff, was da gebaut wird, ne? Oder? Meine Kugel, ja, das ist ja, Schiffe war, glaube ich, noch nicht das Problem, ne? Da haben wir auch noch welche. Stehen noch sonst wo irgendwo Truppen von uns? Ich glaube nicht, das waren schon alle, ne? Ja, die sind ausgewählt. Halbieren. Das ist doch schon mal was. So, die Hälfte schicken wir mal dahin. Und die andere Hälfte müssen wir mal auflösen. Lass mal gerade weiterlaufen. Welche sind das, die laufen? Die will ich hoffen, oder? Kann man da so sehen, dass die da gleich rüberspringen? Ich glaube ja, ne? Und die anderen zwei müssen wir auflösen, weil die zu viel sind. So, diese hier. Und
Einheit anfügen? Nee, ich will die loswerden. Geht das nirgendwo? Mhm. Da. Einheit auflösen. Jetzt habe ich es gefunden. Okay. Wunderbar. Jetzt sind wir da schon mal besser zugange. Jetzt haben wir nämlich das Einheitenlimit wieder. Passend. Ist voll ausgeschöpft. Ich glaube, wir müssen jetzt hier auch dadurch ein bisschen mehr Geld haben, ne? So, jetzt müssten wir noch überlegen, wie wir noch an mehr Geld kommen, weil wir müssen das ja zurückbezahlen und das ist ja nicht mehr weit hin. Aber hier können wir noch ein paar Regler schieben. Flottenunterhalt oder Armeeunterhalt. Dann sind die zwar nicht mehr so zufrieden, ne? Aber wir müssen jetzt gerade mal sparen. So. Passt. Eine Höhe von 53 können wir nicht, müssen wir erst noch hier plus machen. Sieht aber gerade gut aus, he? So, vorübergehend machen wir das mal. Die können wir ruhig da lassen, weil da Unruhen sind. Ist ja vielleicht besser, oder? Das ist schon klar. Waffenruhe wird wann beendet? 57, das ist in 8 Jahren. Und hier haben wir unkämpfte Nachfolge. Ja. Da könnten wir dann Anspruch fingieren, aber naja. Und hier zu viele diplomatische Beziehungen haben wir. Okay, was gibt's hier Neues? Da der maximale Erziehungswert von 100 erreicht wurde, bis zu einer Abberufung wird die Diplomaten beibehalten, Erziehung in Patente bleiben. Abberufen. So, dann haben wir jetzt hier bei den Beziehungen verbessern. Haben wir gemacht. Gut, Einflussaktionen. Das funktioniert alles nicht. Beziehungen verbessern haben wir gemacht. Das war maximal, geht also nicht mehr. Stand da ja. Eine Staatsehe mit eingehen. Unsere Rechtmäßigkeit um den Zweig aufgrund ihrer schlechten Prestige bzw. Rechtmäßigkeit. Aha. Ihr Befehlshaber ist gestorben. Okay. Was steht da unten? Keine Ahnung. Ja, sollen wir eine Staatsehe mit denen eingehen? Das ist die Frage, ne? Machen wir erstmal nicht. Ich will erstmal noch weiter gucken. Thron beanspruchen. Können nur den Thron beanspruchen, wenn wir eine Staatsehe haben. Das ist alles nichts, was wir wollen. Das wollen wir auch nicht. Zugangsaktionen haben wir schon. Militärzugang können wir uns verschaffen, aber dahinter ist ja nichts. Also bringt es das jetzt nicht, das zu tun. Also wenn dann eine Staatsehe, das wäre interessant, ne? Ja, komm, machen wir mal, oder? Großartig, wunderbar. Und was können wir dann machen? Nix. Also, Rebellen unterstützen, Anspruch fingieren, das wollen wir alles nicht. Können wir jetzt irgendwie noch
Oh, da gibt's was Neues. Ein Bündnis mit Britannien ist doch was Schönes, oder? Das akzeptieren wir doch. Jetzt wird gerade automatisch gespeichert. Ja. Zwei aktive Kardinäle haben wir jetzt. Das ist doch auch gut, ne? Einflussaktion. Nee, da ist jetzt nichts bei. Hatten wir schon. Beziehung kann ich jetzt wieder verbessern, oder? Ja, machen wir doch, oder? Das ist doch immer wichtig, Beziehungen zu verbessern. Naja, das lassen wir erstmal, weil wir die Beziehung erstmal verbessern. Gut. Ein Darlehen mit bald fällig, ja. Und das können wir auch gut zurückbezahlen. Ach so, das war schon 100%, deswegen geht das nicht. Den berufen wir ab. Und das machen wir gerade hier Darlehen tilgen. Zurückzahlen. Okay. Haben wir erledigt. Jetzt haben wir keine Schulden, glaube ich, mehr, ne? Nein. Ihr könnt in eine neue... Ja, das ist doch schön, wenn wir eine neue Technologie investieren können. Ja, jetzt haben wir schon wieder einen Anführer hier, einen Befehlshaber. Weniger, das ist nicht gut. Nationale Idee. Wie viel ist das kostet? 538 Verwaltungsmacht. Das ist das hier, ne? Oder? Ja, ich glaube, das ist das. Ich glaube, das machen wir mal, ne? Die vielleicht wirklich die Entscheidung hat, an Herrscherinnen zu fällen, wenn die darüber entschieden wird, in welche Richtung ein Land sich entwickeln soll. Die nationalen Ideen sind diejenigen Rezepte, nach denen euer Land sicher in Zukunft entwickeln wird. Okay. Das war jetzt, glaube ich, positiv für uns. Und das wird ein freies Feld haben wir jetzt. Jetzt können wir irgendwas machen, ne? Qualitätswolle. Kürzliche Wolllieferungen sind von Innenbetrieben und bringen unsere Nation zusätzliche Einnahmen. Gold kann man nie zu viel haben. Jetzt kriegen wir noch 20 Dukaten dazu. Das ist ja auch schön, ne? Ja, was machen wir jetzt? Gute Frage. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, nationalen Ideen einzusetzen, in Anführungsstrichen. Wir können nun eine Ideengruppe auswählen. Das haben wir schon gemacht. Aber was? Ja, eigentlich ist es wichtig, wirtschaftlich da gut zu stehen, damit wir Truppen unterhalten können. Dafür würden Wirtschaftsideen natürlich gut sein, ne? Expansionsideen, was machen wir damit? Na, tja. Ja, es wird alles irgendwo gut sein, das ist auch klar. Aber was ist... Militärische Ideen, denke ich mal, sind jetzt gerade noch nicht so wichtig. Innovationsideen sind natürlich auch bestimmt nicht schlecht. Gehen die nicht, oder was? Naja. Religiöse Ideen, das lassen wir mal erstmal sein, da sehe ich nicht so. Administrative Ideen, was haben wir hier? Geregelte Söldnerbezahlung. Was haben wir unten? Humanistische Ideen. Ja, ich glaube, wir gehen hier hin. Okay, jetzt haben wir sie. Gut, okay. Und die steigen jetzt.
Minus 20%, aber das ist schon richtig, denke ich. Und da müssen wir dann Stufe 7 haben. Gut. Waffenruhe, umkämpfte Nachfolge und zu viel diplomatische Beziehungen. Haben wir denn jetzt hier schon jemanden drin, der da diplomatische Beziehungen betreibt? Nö, der ist immer noch auf Île-de-France. Nee, da muss doch einer sein. Ach, da ist das Symbol auch. Ach, das ist der aus der Bretagne, der wahrscheinlich da ist. Hm. Gut, dann müssen wir mal gucken, dass wir noch andere kriegen mit ins Boot. Gascogne. Sind die uns gesonnen? Ist das unser Vasall? Weiß ich jetzt gar nicht. Hier ist ja noch sowas Kleines, ne? Avignon. Was war das hier? Verbindung mit Aragon. Vatikan untersteht denen, okay. Wir haben eine Staatsehe mit denen. Machen wir mal Beziehungsverbessern und senden unseren zweiten dahin, ganz einfach. Zeit läuft noch, ja. Gut, okay, da haben wir wieder einiges gemacht. Und ich denke mal, da müssen wir noch ein bisschen weiterschauen, wie es wird. Da verbessern wir gerade, da verbessern wir gerade. Da würde ich ganz gern zusehen, dass wir die dann irgendwann annektieren können auch. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber ich will es hoffen. Das gleiche passiert hier unten. Mit den Ländern will ich auch gerne. Hier wäre sinnig, damit wir einen direkten Zugang hierzu haben. So, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wir haben unsere Truppenstärke angepasst, weil wir zu viel hatten. Und das ist jetzt auch nicht mehr so kostspielig hier. Da sehen wir auch, unser Geld wächst jetzt komischerweise relativ gut. Aber ich glaube, wir können nochmal gerade hier die Truppenstärke wieder voll geben hier. 8 kosten sie und so kosten sie 8, 7. Das können wir uns dicke noch leisten. Und dann sind wir erstmal soweit wieder durch. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.